die Ärzte muss ich noch erwähnen, haben sie gesagt und haben damit gemeint, die Rolle des medizinischen Hilfspersonals. Ja, nicht nur Hilfspersonal, sondern des konkret medizinischen Personals auch. Nach 45 hat man sicher in Österreich, auch gerade nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, die naturwissenschaftlichen Bereiche sehr schwer getan, da auch Verantwortung zu übernehmen und ganz klar zu benennen, wo denn die eigenen kriminellen Handlungen, verwerflichen Handlungen und die eigenen Verantwortungen eigentlich sind. Für junge Ärzte, Ärztinnen war war die Zeit ab 38 in Österreich auch eine Zeit, in der es möglich war, Karriere zu machen. Und das haben auch viele, viele genützt. Diese Ärzte, in Wien beispielsweise natürlich Steinhof, Spielgrund muss man da erwähnen, sind aktiv gewesen in der Forschung, wie man heute auch nicht mehr forschen würde, und nach 45 sehr oft eben gar nicht verurteilt waren, beziehungsweise sehr, sehr schnell wieder in den medizinischen Dienst gekommen. Und ich bringe da auch die Beispiele von Kärnten dann, wo wir dann im Krankenhaus Klagenfurt etliche Mediziner haben. Doktoren, höchste honorige Personen, Skrinzi beispielsweise, die nicht nur medizinisch höchst anerkannt waren, sondern gesellschaftlich höchst anerkannt waren, mit allen möglichen Orden um die Verdienste der Republik Österreich dann auch noch versehen worden sind, die nie dafür gerade stehen haben müssen, was sie da eigentlich gemacht haben. Nicht nur das, sondern auch ihre Tätigkeit weiter beschönigt haben, die Euthanasie auch teilweise weiter, nicht nur teilweise, sondern weiter auch befürwortet haben und ganz zentrale Rollen in der Gesellschaft eingenommen haben. Und gerade auch für Betroffene, Überlebende, muss man sich das mal vorstellen, da hat man Begegnungen vor 45 mit eben Hilfspersonal oder konkret ärztlichem Personal in einer entsprechenden Anstalt. Und nach 45 hat man mit denselben Ärzten, und das ist nicht nur einmal vorgekommen, sondern sehr oft wieder zu tun. Jene Ärzte, die dann eigentlich gerne tot gesehen hätten. Und ein letzter Satz dazu, wir haben das ja jetzt in den letzten Monaten mitbekommen, auch in Wien, aber nicht nur in Wien schaut man sich das halt genauer an als auch in anderen Bundesländern, die ganzen Missstände in Pflegeeinrichtungen nach 1945 bis in die 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, teilweise sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Und heute wissen wir, das Personal, Stichwort Steinhof und so weiter, war das sehr oft dasselbe wie vor 1945. Also sprich, wir haben da nicht einmal einen Bruch. Auch nach 1945 hat man sehr oft jenen Menschen, die sozial minderwertig ausgegrenzt gelten, keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, sie abgeschoben und sie wieder denen Menschen ausgesetzt, die bereits vor 1945 teilweise als Täter in Erscheinung getreten sind. Es gäbe wahrscheinlich noch viel zu sagen. Trotzdem würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle eine kurze Pause machen. Wir hören Georg Danzer, der alte Wesseli, und sind dann wieder zurück mit den Verarbeitungsprozessen solcher Geschichten, wie wir sie gerade gehört haben. Wenn der alte Wesseli im Wirtshaus sitzt, redet er gern von der Vergangenheit. Nur dass das für ihn noch nicht vergangen ist, weil er träumt von einer neuen Zeit. Ja, ich sag's euch, sagt der alte Wesseli, damals unter Hitler war's schon gut. Hätt, wenn der noch lebt, gäb's sowas nicht. Mit der ganzen Terroristenbrut. Seine Freund, die rufen brav, und bestellen eine neue Runde Bier.
eine Wirtin setzte ja dazu. Und sie hat sie auf die fetten Knie. Weil der Wessele gerade Judenwitz erzählt. Und weil das so furchtbar lustig ist. Sagt die blade Wirtin mit ganz feuchten Augen. Gratuliere, Herr Wessele. Keiner kann so Judenwitz erzählen wie Sie. Was lacht? Feste rütteln draußen an der Eingangstür. Und jetzt kommt ein junger Mann herein. Und der sagt, wo ist der alte Wessel? Der soll unser neuer Führer sein. Der alte Wessele springt auf den Tisch, führermäßig knallt er die Hocken zusammen. Und die blade Wirtin sagt, ich hab's ja gewusst. Gratuliere, gratuliere, Herr Wessele. Den Hitlergruß so gut wie Sie. Plötzlich wache ich auf und lieg daheim im Bett. Aber es ist eh zum Aufstehen Zeit. Drunten vor der Haustür steht ein Psoffener. Und ich hör, wie der Heil Hitler schreit. Aufsteh, anziehen, runtergeh in die Goschen fahren. Das ist alles, was ich machen möchte. Aber wenn das nichts ändert, mir hilft's wenigstens. Weil mir ist vor Wut im Bauch ganz schlecht. Und es gibt noch immer so viel Besseres. Und ihr Mief verstinkt die ganze Welt. Und die bladen Wirtinnen stehen auch nicht aus. Gratuliere, gratuliere, Herr Wessele. Thank you.
versorgt. Wir sind. Willkommen zurück, Bernhard Gitzstaller. Wir haben jetzt viel über Erinnern Geiltal, über die NS-Euthanasie im Detail gehört. Was wir noch nicht so beleuchtet haben, ist jetzt, wie Familien mit diesem erlebten Traumata umgehen. Jetzt haben Sie mit 4 Familien gesprochen im Rahmen dieses Buches Ererbtes Schweigen. Was kann man denn sagen, haben Sie herausgefunden? Welche Parallelen gibt es denn zwischen den einzelnen Generationen im Umgang mit der NS-Vergangenheit? Ich habe mit sehr vielen Familien gesprochen, allerdings waren es nur 4 Familien, die bereit waren oder wo es einzelne gegeben hat, die bereit waren, ein Interview zu geben, eben über ihre Erlebnisse, über ihren Auseinandersetzungsprozess. Und man muss sich schon fragen, also das ist ja eine interessante Entwicklung, also interessant unter Anführungszeichen, wie es sein kann, dass eben 70 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes, des NS-Terrors, Angehörige auch der zweiten Generation, auch der dritten Generation, sich so schwer tun, eben über diese Erlebnisse in der Familie zu sprechen. Da geht es einerseits ganz viel um Scham, schambesetzt, das Thema ist schambesetzt, und um Angst. Man hat nach wie vor, und das sage ich euch da, oder kommt in den Interviews zum Vorschein, gerade bei den Familien im eher ländlichen Bereich, das Gefühl, dann im Ort abgestempelt zu sein, das ist die Familie, die da den Erbkranken drinnen hat, unter Anführungszeichen. Und so einen Stempel kriegt man so leicht nicht weg. Also nicht drüber zu sprechen, war für viele Angehörige, für viele Familien auch der Versuch, diese Stigmatisierung loszuwerden. Das ist in den wenigen Fällen oder nur in wenigen Fällen gelungen. So viel dazu Angst, damit wieder konfrontiert zu sein. Auf der anderen Seite haben wir die Scham. Und damit sind wir wieder am Anfang. Es geht um Menschen mit irgendeiner Art von Beeinträchtigung oder Behinderung. Und da feiert, wir müssen es ja sagen, wie es ist, da feiert da heute niemand eine Party deshalb. Also das muss man auch so klar sagen. Im Gegenteil, also wir haben ja heute auch Möglichkeiten, schon im Vorhinein vor der Geburt eben mit mathematischer Wahrscheinlichkeitsrechnung aus konkret zu benennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sein kann, dass ein Neugeborener an dieser oder jener Krankheit leidet. Und im Zweifelsfall entscheiden sich viele dann, nicht zuletzt auch unsere Kritik dahingehend, aufgrund der fehlenden Beratung und auch den fehlenden Möglichkeiten, mit Familien in Kontakt zu treten, wo es Kinder beispielsweise gibt, die welche Behinderung auch immer haben oder Beeinträchtigung auch immer haben, mit diesen in Kontakt zu treten, sie kennenzulernen und zu merken, da geht es um ganz viel um Ängste und Belastungen, die später dann im realen Sein, im realen Tun gar nicht mehr so präsent sind, gar nicht mehr so weit vorne sind. Genau deshalb auch eben das Thema mit der Scham. Das zieht sich sehr oft und sehr viel durch bei den Familien. Ja. Nur für alle Nichtforscher, dass man das kurz gern, also mit erster Generation sind jene gemeint, die den Betroffenen noch selbst kannten oder mit ihm zu tun hatten. Ja. Zweite Generation sind dann die Kinder. Ja. Und dritte wären dann in dem Sinn die Enkelkinder. Richtig, genau. Jetzt, wenn man sich die einzelnen Generationen anschaut, gibt es da Unterschiede im Umgang mit den familiengeschichtlichen Vorkommnissen? Und wenn ja, welche? Also ich habe bemerkt, dass es gerade in der ersten Generation bei Angehörigen, die den Onkel, die Tante, den Bruder teilweise eben gekannt haben, sehr, sehr schwer war, fast unmöglich, da Interviews zu führen. Es ist ja kein Zufall, dass es solche Interviews bisher nicht gibt, außer eben in dem Buch, da geerbtes Schweigen.
Bei der zweiten Generation ist das dann, oder habe ich die Erfahrung gemacht, ein bisschen anders schon. Da gibt es dann Fragen, da gibt es ein bisschen Interesse, Nachfragen und man will ein bisschen wissen, was ist da eigentlich passiert. Dementsprechend, das spiegelt sich in den Interviews wider, gibt es weniger Interviews mit Personen der ersten Generation und mehr eben der zweiten und dann der dritten Generation. Natürlich, zeitliche Distanz mag so etwas erleichtern, einerseits. Andererseits habe ich vielleicht auch die Freude gehabt, Familien oder Angehörige kennenzulernen, zu begleiten und zu interviewen, die dafür halt auch eine gewisse Sensibilität und einen gewissen Sinn haben. Ja. Sie haben auch angemerkt, bei der zweiten Generation, also bei den Kindern, gäbe es auch die Tendenz, die Eltern ein wenig schützen zu wollen, also nicht Erinnerungen aufwühlen, nicht noch einmal durchleben dieser Geschichte, sondern eher Verständnis für das Schweigen der Elterngeneration. Ja, man nennt das kann man jetzt nicht nur bei den Euthanasie-Opfern und Angehörigen sagen, sondern generell dieser erste, zweite Generation Pakt des Schweigens. Der eine erzählt nicht in der Hoffnung eben Stigmatisierungen und erlebtes Leid, Ängste und so weiter nicht weiterzugeben. Der andere fragt nicht nach, um eben, genauso wie du das jetzt gesagt hast, eben das nicht aufzuwühlen, diese Erlebnisse. Nur bei solchen traumatischen Erfahrungen, da geht es um Mord, da geht es ja um Tötungen, um Menschen, die teilweise von einem Tag auf den anderen aus den Familien gerissen werden. Dieser Schrecken, der vermittelt sich auch ohne die sprachliche Weitererzählung. Dieser Schrecken setzt sich fest und der kann auch Generationen, wie ich es dann auch in den Interviews zeigen habe können, Generationen später noch seinen Niederschlag finden. Der Unterschied ist halt der, dass solche der ersten Generation unter Umständen noch wissen können, wo diese Albträume, Belastungen, psychische etc. herrühren. Zweite und dritte Generation, da wird das dann diffuser, da wird das unkonkreter. Gefühle, Ängste etc. sind da, aber man weiß nicht genau, worauf man diese zurückführen soll. Das heißt, der spürt, da ist was, kann das aber nicht mehr benennen. Ja, also so wie es eben ein Interviewpartner gesagt hat, er spürte diese dunkle Wolke, weiß aber eigentlich in keinster Weise, wo die herkommt, warum die da ist und schon gar nicht, wie man die wieder los wird. Oder eine andere Interviewpartnerin, deren Mutter ja der NS-Euthanasie zugeführt worden ist, die jahrelang ihr Leben versucht zu meistern und dann in der Mitte ungefähr ihres Lebens nach einem Verlust, nämlich nach einer Scheidung von ihrem Mann, den Zusammenbruch hat und sich durch diese Scheidung, durch diesen Verlust, durch diese Trennung so erinnert fühlt und so zurückgeworfen fühlt in ihre Kindheit, wo sie von der Mutter getrennt worden ist, die nämlich tatsächlich von einem Tag auf den anderen weg war, dass sie in so tiefe Depressionen und Ängste reinkommt, dass sie, wie sie dann im Interview auch sagt, auch über Suizid schon nachgedacht hat. Sie spricht von einer Traurigkeit, die so tief gewesen ist, dass sie sich gefragt hat, wie sie da überhaupt noch leben kann. Und erst durch die Auseinandersetzung, die Aufarbeitung und auch natürlich therapeutische Begleitung, psychotherapeutische Begleitung etc. Es geschafft hat, um in ihren Worten zu bleiben, ein Leben wieder in Freude und vor allem Vertrauen zu führen. Ich glaube, Sie haben es übertitelt mit den Worten: Maria Gruber, meine Mutter hat mich verlassen und jetzt verlassen mich alle. Also dieses wiederholte Erleben einer Traumatisierung, wenn man so will. Genau, man könnte es als emotionales Flashback bezeichnen. Und so etwas kann auch, wenn man jahrelang, unter Umständen jahrzehntelang, das verdrängt, nach unten, wie sie es ja sagt, nach unten drückt, dem Druckkochtopf nicht den Deckel runternimmt, kann sich das Jahre und Jahrzehnte später deinen Weg bahnen, ja. Apropos Druckkochtopf, wenn wir jetzt von der ersten und zweiten Generation uns ein bisschen wegbewegen, wie geht denn die Enkelkindergeneration mit der Familiengeschichte um? Sie beschreiben durchaus eine gewisse Neugierde, unter Anführungszeichen, der jungen Generation, und wird die dann auch befriedigt, gestillt von Seiten der Älteren? Also ja, das ist interessant, wobei da, also es ist ja leider keine große
statistisch-empirische Studie geworden, sodass man da von den Gesamtheiten eben, also von den Beispielen auf die Gesamtheiten schließen kann. Bei den Familien, wo ich Interviews geführt habe, die ich begleitet habe und wo ich dann mit der dritten Generation eben auch Gespräche geführt habe, da war das so, dass es gerade die dritte Generation sein kann, die diesen Pakt des Schweigens der ersten und zweiten Generation auflockert und einen neuen, vielleicht auch etwas frischen Weg findet zum Gespräch, zur Auseinandersetzung innerhalb der Familie. Das ist durchaus passiert in den Familien, die ich da begleitet habe. Allerdings gibt es auch da Ängste. Also ein Interviewpartner der dritten Generation, der gesagt hat, er hätte noch viele Fragen an seinen Opa, dessen Mutter ermordet wurde, die er sich aber nicht stellen traut. Er hat viele Fragen gestellt, also er hätte noch viele, aber er traut sich diese nicht stellen, weil er Angst hat auch vor der Reaktion des Großvaters. Diese Verdrängungen von Morden, von diesen rausgerissenen Familienmitgliedern beinhalten ja sehr viel Gewalt gegen sich selbst. Diese Verdrängung ist ja auch etwas sehr Gewalttätiges gegen einen selber. Und Gewalt kann in solchen Familien eine Rolle spielen. Also gerade wenn solche Themen dann angesprochen werden. Ja. Oder heftige Reaktionen. Und man will natürlich den Großvater nicht wehtun und verletzen. Als Enkelkind beispielsweise. Und manche haben ihre Fragen stellen können, manche haben eine sehr gute Gesprächsbasis sich erarbeitet. Du hast das auch schon erwähnt am Anfang, obwohl es vielleicht Konflikte gegeben hat. Andere wiederum haben nur ein Licht in einen Teil der Geschichte der Familie bringen können und ein anderer Teil muss nach wie vor im Dunkeln bleiben. Ich habe sogar eine Situation im Kopf, wo der Großvater, glaube ich, was darauf bestanden hat, dass die gefundenen Akten danach quasi versteckt werden, damit sie ja keiner findet, der familienextern ist. Nicht nur das, eigentlich ist es sogar darum gegangen, dass nur ein sehr kleiner Teil der Familie diese Akten dann auch tatsächlich durchgehen kann. So etwas muss man natürlich dann auch akzeptieren, das ist ganz klar. Und das zeigt vor allem, wie schmerzhaft für in dem Fall den Großvater dieses Wissen, das dann da an den Tag gebracht worden ist, tatsächlich ist. Es ist so, der hat jahrzehntelang Ahnungen vielleicht gehabt, dunkle Ahnungen, ein bisschen ein Wissen, aber nichts Genaues. Und dann, Jahrzehnte später, finden die Tochter und die Enkelkinder mit seiner Erlaubnis im Landesarchiv Aktenmaterial zur ermordeten Mutter. Dann dauert das noch einmal eine Zeit lang, bis er die sich wirklich anschaut. Und wenn er sie anschaut, kommt er drauf, dass ein großer Teil von dem, was er gewusst hat über seine Mutter, auch über spätere Freunde von ihm und deren Rolle beim Verschwinden der Mutter, ganz anders waren, als wie er es immer gedacht hat oder er es mitbekommen hat. Also essentielle Erfahrungen des Lebens quasi komplett anders sind, als er es immer für wahr gehalten hat. Und da geht es natürlich dann schon, also das geht so tief, da gibt es natürlich, also da habe ich sehr viel Verständnis, dass man das dann nicht gerne dann auch nach außen trägt. Für uns war das dann so, dass doch das Verhältnis zu dieser Familie, man muss sich ja vorstellen, wir sind ja nicht nur bei einem Treffen, sondern wir treffen Familienangehörige immer wieder, über lange Zeit, teilweise über Jahre und begleiten die, dass man doch eine Basis gehabt hat, wo man sagen hat können, okay, wir dürfen da mal drüber schauen. Und das ist, um einen letzten Satz zu sagen, insofern auch sehr, sehr relevant für uns, da wir als Verein jetzt nicht einfach nur hergehen, wie das oft auch aus Budgetmitteln oder Zeitmitteln bei Universitäten und Ähnlichem gemacht wird, jetzt Aktenmaterial durchzuschauen und das dann herzunehmen, im Täterakten quasi, und das dann eben auf die eine oder andere Weise zu publizieren oder für bare Münze zu nehmen. Wir sind sehr bemüht, auch die ganzen anderen Narrationen, die ganzen anderen Geschichten, die es in der Familie gibt, um diesen Mord zusammenzutragen, auch mit dem Wissen in der Region und mit konkreten Daten in der Region zusammenzubringen und zu vergleichen, um zu schauen, was kann davon stimmen oder möglichst nah an die Wahrheit kommen, was damals passiert ist und was geht sich nicht ganz aus. Am Ende haben wir dann eben die 60 Namen, mehr als 60 Namen, die wir auch ausgeschrieben haben als erste von Euthanasieopfern im und aus dem Gaital gefunden.
Ich muss ein bisschen einen Abschluss machen an dieser Stelle. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ihr auch mit Experten aus der Region zusammenarbeitet, die den Leuten ein Stück weit behilflich sind, das, was gefunden wird, auch zu verarbeiten. Ich habe Mutti, glaube ich, heißt der Herr. Ah ja, also... Da ein Stück weit auch unterstützend tätig ist. Naja, ich habe mir im Buch Geerbtes Schweigen vor allem die Frage gestellt, welche Möglichkeiten gibt es für Angehörige heute, also jetzt in der Gegenwart, das ist ja das richtig Spannende, entsprechende Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Und Daniel Wutti, den du jetzt dann genannt hast, der Verein in Klagenfurt, der bei der Uni Klagenfurt angesiedelt ist, heißt ASPIS. Angefangen hat das mit einem Nachfahren von NS-Opfern der Kärntner Slowenen, psychotherapeutische Begleitung und Unterstützung zu erhalten. Und dieses Angebot steht auch Familien offen, in denen es Euthanasieopfer gibt. Und in Wien gibt es das natürlich auch mit dem Verein ESRA. Allerdings sind diese wirklich professionellen Angebote sehr rar gestreut. Ja. Das heißt, wir schließen im Prinzip die heutige Sendung ab mit der Erkenntnis, dass Traumatisierung durchaus verarbeitbar ist, dass das allerdings sehr viel Zeit braucht und längst nicht bei jedem und jeder gleich verläuft und dass man sich auch professionelle Unterstützung organisieren darf und organisieren muss, um das zu schaffen. Ich nehme da das Beispiel der Maria Gruber, die es ja für sich sehr wohl geschafft hat, diese negative Energie für sich in was Positives umzulenken. Sie haben beschrieben, die Frau hat mit 72 noch eine Ausbildung bekommen. Ja, genau. Also ist ja das, was Tedeschi als posttraumatisches Wachstum nennt. Das ist durchaus möglich. Und es entsteht dieses Paradoxon, dass wir Menschen, die eine traumatische Erfahrung machen, da geht es dann eben sehr oft eben um Verlust, um Gewalterfahrungen, eben um das Erleben in einer Situation der eigenen Ohnmacht, der Handlungsunfähigkeit, dass man dies sehr wohl überwinden kann, auch integrieren kann in die Persönlichkeit und dass Menschen dann einerseits verletzlicher sind, andererseits aber auch sehr viel stärker ihr Leben meistern können und auch eben, um Maria Gruber wieder zu zitieren, ein Leben in Freude führen können. Dann sage ich danke an dieser Stelle. Ich glaube, das ist ein mehr als perfektes Schlusswort. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Dort findet sich auch übrigens eine Diskussion rund um das Schloss Hartheim und seine Geschichte. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Am Mikrofon war Christoph Dierenbacher. Teatra non c'è un vec, tvoj ponos mi ni ušič. Vište ti zastave se terza obale, oj, oj. Vojne morale non c'è un vec, svetim pismom zakurim peč. In čas je prišel da zamudiš Mašo ali dvije.